Moin zusammen, hier ist sie wieder, die Montagsmotivation vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Juhu, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich habe in der letzten Zeit öfter mal darüber gesprochen, dass ich oft gefragt werde, wie die ganzen Ideen für den Podcast entstehen. Natürlich zum einen Fragen von euch, ne? Wie das hier jetzt auch, ich werde ja öfter gefragt. Und auch Dinge, die mir täglich begegnen, die ich dann sofort einspreche, die ich dann sofort umsetze, aber auch eine Sammlung von Ideen, die ich mir anlege. Das heißt, immer wenn ich irgendwas im Internet sehe, wo ich denke, ach hier, guck mal, das könnte spannend sein, dann lege ich mir das in einen bestimmten Ordner auf meinem Laptop. Und wenn ich keine Ideen habe, dann scrolle ich da durch und guck mal, was ich daraus machen könnte. Wie hilft dir das jetzt? Naja, wenn du irgendetwas hast, wo du denkst, oh, das ist interessant, das könnte mal eine Idee für später sein, lege dir einen Ordner für Ideen an. Leg dir einen Ordner an für, will ich noch mal lesen? Also so, das habe ich auch. Ich habe noch so einen zweiten Ordner, der da heißt, will ich noch mal lesen? Das heißt nicht, dass ich die regelmäßig lese, die Sachen, aber ich habe zwischendurch irgendwann immer mal Zeit. Und dann scrolle ich durch diesen Ordner durch und lese mir die eine oder andere Sache durch. Heute zum Beispiel war es auch wieder so, dass ich wirklich keine gute Idee für die Montagsmotivation hatte und habe dann einfach mal durchgescrollt, ein paar Sachen ausprobiert, eingesprochen und ich habe sie wieder verworfen. Und dann kam die Idee, ach ey Mensch, ich habe glaube ich noch gar nicht über meinen Ideenordner gesprochen. Und tada, hier ist sie, die Montagsmotivation über den Ideenordner. Mach dir einen Ideenordner und mach dir einen Ordner, will ich noch lesen. Eine Leseliste vielleicht auch von Büchern. Ich habe eine Leseliste von Büchern, die ist noch schriftlich und ich habe eine Leseliste, die liegt hier tatsächlich schon in haptischer Form rum. Ich bestelle mir nämlich relativ schnell immer Bücher und die habe ich alle noch nicht gelesen, die hier auch noch rumliegen. So, und irgendwann schnapp ich mir die Sachen. Manche auch nicht. So what? Wichtig ist nur, dass ich irgendwann immer mal wieder so Slots habe, wo ich denke, oh, jetzt brauche ich eine Idee oder oh, jetzt könnte ich mal was lesen oder oh, jetzt habe ich Zeit für einen kurzen Artikel. Ich gucke nochmal in meine Listen rein. Also mach dir solche Listen, um, wenn du Zeit hast, diese Zeit und nicht nur Zeit, sondern auch wenn du Bock hast, dass du diese Zeit richtig gut nutzen kannst. Mit Ideen, die du dir vorher angelegt hast. Wenn du keine Ideen hast, du kannst dich natürlich auch langweilen. Langweilen ist auch wichtig, aber eben nicht immer. Manchmal brauchen wir eben neue Ideen, wie zum Beispiel jetzt für die Montagsmotivation für diesen Podcast. Und guck mal, so ist das Ganze entstanden. Hammer, oder? Ach, ich bin so begeistert. Das war's von mir für heute. Natural Leadership, Montagsmotivation. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst und ich hoffe, dass mir dann auch wieder was einfällt. Bis dann. Ciao.